Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zu einem Angespielt von Field of Glory 2 Medieval, einem Mittelalter-Schlachten-Simulator, der am 4. Februar auf Steam erscheinen wird. Ich konnte den schon einige Tage antesten und möchte euch jetzt das Spiel vorstellen im Rahmen einer historischen Schlacht, die wir gemeinsam schlagen werden. Bevor es gleich losgeht, ein paar Informationen noch dazu. Als erstes, wie gesagt, Release 4. Februar auf Steam, kostet irgendwo zwischen 28 und 30 Euro, glaube ich, so in der Drehe. Wie gewohnt könnt ihr bei meinem Keyshore-Partner GamesPlanet das Spiel ebenfalls kaufen, ein Steam-Key und ein bisschen Geld sparen, regulär 10%, mit dem Rabattcode GLORIENSTEIN für die Steinwallen-Community nochmal ein bisschen was obendrauf, sodass ihr bei unter 24 Euro landet. Wenn ihr den Link nutzt, um zu GamesPlanet zu kommen, in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar, dann unterstützt ihr mit eurem Einkauf diesen Kanal und diese Art Videos. Bei GamesPlanet wird das Spiel ab dem 21. Januar vorbestellbar sein. Also nicht wundern, jetzt hier mit Release des Videos kann man es noch nicht kaufen, aber später ist das dann möglich. Vielen Dank für eure Unterstützung schon mal. Das zweite, ein paar kurze Worte zu Field of Glory 2. Das Ganze ist ein Tabletop-System, was also erstmal nichts mit Computerspielen zu tun hat, also richtig hier auf Tisch und Miniaturen verschieben. Das wurde 2009, glaube ich, entwickelt und vor 2 Jahren dann auf den Computer gebracht, und zwar mit der antiken Version, also mit antiken Schlachten. Das heißt Field of Glory 2 interessanterweise nicht, weil es der Nachfolger eines Microprose-Games ist aus dem Jahr 1991, das so ähnlich hieß, sondern weil es die zweite Regelversion dieses Tabletop-Spiels ist. Also da gibt es ein paar Verwechslungen. Ich war früher auch auf dem falschen Trip. Jetzt weiß ich es, wie es richtig ist. Nun gut, und das ist halt jetzt die Mittelalter-Version. Vorher gab es Field of Glory 2 in dieser antiken Version. Am Ende hat sich im Wesentlichen nicht viel verändert, außer eben, das ist ein anderes Setting, andere Figuren, andere Schlachten, andere Kampagnen und so weiter. Gut, das dritte, was ich sagen will, ist vorweg, es wird ein internationales, ich nenne es mal YouTuber-Content-Creator-Turnier beginnen, wo 8 Spieler aus der ganzen Welt teilnehmen und ich bin einer von diesen 8 Spielern. Und das ist hier so eine Art Aufwärmübung gewissermaßen. Ich kann euch jetzt in Ruhe die Regeln erklären und ich will euch aber auch die Turnierschlachten zeigen und da will ich dann nicht mehr so ausführlich auf Regelfragen eingehen. Das Turnier beginnt am Freitag, aber ich denke, ich werde erst im Laufe der kommenden Woche beginnen, dort euch Videos zu zeigen, weil das immer Zug für Zug gespielt wird und da muss dann erstmal ein paar Züge gespielt werden, damit es sich lohnt, dazu Videos zu machen. Aber ich denke, das wird ganz spannend werden und ich bin gespannt, welche Platzierung ich am Ende erreichen werde. Okay, so viel jetzt der Vorrede. Starten wir rein. Ich will euch kurz zeigen, was das Spiel alles ermöglicht. Natürlich gibt es ein Tutorial. Dann könnt ihr einzelne Schlachten einfach so starten. Und zwar gibt es da unterschiedliche Optionen. Jetzt kämpfen heißt, ihr wollt sofort kämpfen. Das Spiel sucht euch alles aus, Setting, Seiten. Ihr stürzt euch einfach rein. Eine schnelle Schlacht, da können wir mal kurz reingehen. Da könnt ihr nämlich auswählen, welche Fraktion wollt ihr spielen. Ihr seht es, das sind die Fraktionen, die verfügbar sind, mittelalterliche Fraktionen. Und je nachdem, was ihr auswählt, könnt ihr dann unterschiedliche Gegner auswählen. Die sind also historisch angepasst auf die jeweiligen Fraktionen. Und der Konflikt, der ist eigentlich dadurch definiert, durch die Fraktionsauswahl. Und dann könnt ihr noch die Gruppenstärke definieren. Alles andere wird vom Computer dann gemacht. Wenn ihr es ausführlicher haben wollt, angepasst, dann könnt ihr euch selber eine angepasste Schlacht bauen. Das funktioniert im Prinzip so ähnlich, bloß dass ihr noch mehr Einstellungsoptionen dabei habt. Ihr seht es, ihr könnt also ganz genau auswählen, welche Armee ihr aus welchem Zeitalter ihr haben wollt. Ihr könnt quasi hier fiktive Schlachten euch ausdenken, also Angloiren gegen, was weiß ich, gegen, naja, was ist unwahrscheinlich, gegen Rus-Mitglieder und solche Geschichten. Ihr könnt Verbündete einstellen, ihr könnt auswählen, was für ein Szenario es geben soll, denn es gibt tatsächlich unterschiedliche Schlachtszenarien. Das ist später in den Kampagnen, spielt das eine Rolle. Ihr könnt die Gruppenstärke, die Kartengröße und so weiter ausstellen und diverse andere erweiterte Optionen. Historische Schlachten, das sind eine Reihe von Schlachten, die es tatsächlich gegeben hat und wo ihr kaum Anpassungsmöglichkeiten habt. Das heißt, alle Truppen, die dort teilnehmen, sind gewissermaßen definiert. Dazu kommen wir gleich. Ein Herzstück des Spiels sind die Kampagnen. Und hier gibt es auch unterschiedliche Arten. Es gibt gewissermaßen historische Kampagnen, die,
ja, sich orientieren an bestimmten historischen Ereignissen. Aber ganz wichtig ist, das Spiel hat keine Kampagnenkarte in dem Sinne, sondern ihr kommt bei einer Kampagne immer von einer Schlacht zur nächsten und es wird eine kleine Geschichte zwischendurch erzählt und es gibt einen gewissen Zusammenhang. Ihr nehmt die Truppen auch mit, also so. So wird so ein übergeordneter Bogen geschlagen. Aber stellt euch da jetzt nicht irgendwie eine Total War-Geschichte oder so vor. Es bleibt ein reiner Schlachtensimulator. Wenn ihr diese Field of Glory 2 Kampagnenart auswählt, dann könnt ihr diese Kampagnen nochmal selbst gestalten. Das heißt, ihr könnt euch auch andere Fraktionen auswählen und dann wird quasi auf so eine Art, ja, es wird so eine generierte Kampagne erzeugt mit unterschiedlichen Szenarien, mit Gegnern, die irgendwie authentisch sind, die Sinn machen. Das ist aber dann nicht ganz so gescriptet wie diese hier. Also, das verbirgt sich dort hinter. Und dann gibt es natürlich den Mehrspieler-Modus, der wirklich wichtig und ist und Spaß macht und der für viele auch für Langzeitmotivation sorgt. Der wird vor allem als Play-by-Mail abgehandelt. Das heißt, ihr macht euren Zug, er wird auf den Server hochgeladen, der Gegner lädt ihn sich runter und spielt ihn bei sich, keinen Zeitdruck. Es gibt aber auch so eine Art Hotseat-Version, wo man gleichzeitig entweder an einem Rechner spielen kann oder halt eben dieses Play-by-Mail instant machen kann. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo ihr quasi am Stück mit einem anderen zusammen spielen wollt. Ein Editor gibt es auch noch für Szenarien, aber das wollen wir uns jetzt nicht angucken. Ich möchte mit euch eine historische Schlacht schlagen und dann schauen wir uns auch mal die Auswahl an. So, und das sind die historischen Schlachten, die derzeit verfügbar sind. Ihr seht sie hier geordnet nach dem Jahr, an dem sie stattgefunden haben und wer hier gegen wen gekämpft hat, Hastings und so weiter. Beginnen 1066, die letzte ist Kressenbrunn zwischen Ungarn und Böhmen. Ich möchte aber jetzt mir die sehr, sehr berühmte Schlacht am Peipussee heraussuchen, wo die Ordensritter gegen die Novgoroder gekämpft haben und verloren haben. Ja, vielleicht eine der berühmtesten mittelalterlichen Schlachten überhaupt. Unter anderem natürlich berühmt geworden durch den Film Alexander Nevsky von Eisenstein, wo das eine große Rolle gespielt hat. Die Schlacht auf dem Eis, die teilweise auf dem zugefrorenen Peipussee geschlagen wurde. Inwieweit die Schlacht historisch nun am Ende wirklich so bedeutsam war, ist sehr umstritten. Ich habe mal vor langer Zeit ein History-Video zu dieser Schlacht gemacht. Auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich möchte auf Seiten der Deutschritter Ordensbrüder kämpfen. Ein sehr schweres Szenario, wie ich gemerkt habe. Dazu kommen wir gleich. Also historisch haben sie verloren und wir versuchen es zu gewinnen. Wir lesen mal kurz die Szenario-Beschreibung. Wichtigstes Ziel des Deutschritterordens war es, die heidnischen Stämme im Baltikum zum Christen zu bekehren. Doch dabei entging den Ordensbrüdern nicht der Wohlstand der christlich-orthodoxen Republik Novgorod und Neid kam auf. Der Orden hegte die Hoffnung, dass die Rus durch die Mogulenstürme geschwächt worden waren und so führte Hermann, Bischof von Dorpat, eine Invasion von Deutschrittern, dänischen und deutschen Kreuzfahrern sowie estnischen Hilfstruppen in das westliche Territorium von Novgorod an. Das Kreuzfahrerheer stieß nur auf geringen Widerstand und sowohl die Grenzfestungen Isborsk als auch die Stadt Pleskau konnten rasch erobert werden. Da die Herrscher von Novgorod befürchteten, den Vorstoß der Deutschritter ohne Hilfe nicht aufhalten zu können, riefen sie Alexander Nevsky, der 2 Jahre zuvor eine schwedische Invasion abgewehrt hatte, aus dem Exil zurück. Nevsky konnte Pleskau zurückerobern und rückte dann in westlicher Richtung vor, um den Feind aufzuspüren. Einer seiner Spähtrupps konnte die vorrückende Deutschritterarmee bei Moste westlich des Peipussee ausfindig machen. Nevsky beschloss, sich mit seinen Kämpfern an eine strategisch günstige Position zurückfallen zu lassen. Er überquerte den zugefrorenen See an seiner schmalsten Stelle und zog dann mit seiner Armee in Richtung Norden, um nahe der Insel Voronikamen Rabenstein in Verteidigungsstellung zu gehen. Genau dort, wo die Deutschritter den See überqueren sollten. Nevskys Armee war schnell genug, um entlang der Küste Stellung zu beziehen, während die Deutschritterarmee immer noch damit beschäftigt war, über das Eis vorzurücken. Historischer Sieger war Novgorod. Die weitere Entwicklung nach der Schlacht. Die Deutschritterarmee erlitt in der Schlacht eine vernichtende Niederlage, was dazu führte, dass der Expansion des Ordens in Richtung Osten Einhalt geboten wurde. Der Sieg in der Schlacht auf dem Peipussee, auch als Schlacht auf dem Eise bekannt, festigte Alexander Nevskys Ruf als Nationalheld der Rus. Und vielleicht noch eine persönliche Anmerkung. Ich habe schon mal an dem Ufer des Peipussees gestanden und es ist wirklich extrem beeindruckend. Dieser See, fast dieses Meer, so kann man sagen. Und die Vorstellung,
an der Nähe dieses Schlachtorts gewesen zu sein. Ha, Gänsehaut. Wie auch immer, wir nehmen das jetzt an und starten gleich die Schlacht. Okay, so. Jetzt gibt es noch mal eine kleine detaillierte Beschreibung und die Siegbedingungen. Und das schauen wir uns natürlich auch noch mal an. Die Deutschritter befinden sich auf dem zugefrorenen Peipussee. Aufgrund des starken Windes ist das Eis stellenweise äußerst rau. Die Ordensritter stehen im Zentrum mit dänischen und deutschen Kreuzrittern an den Flanken. Die Infanterie ist hinter der Kavallerie in Stellung gegangen. Die Novgoroder Armee hat auf dem zugefrorenen Sumpfboden abseits des Ufers Stellung bezogen. Die Miliz befindet sich im Zentrum, unterstützt von einigen Reitern der Drusjina-Kavallerie. Der Rest der Drusjina bildet die Flanken, wobei der rechte Flügel von der turko-mongolischen Kavallerie unterstützt wird. Ja, soweit zur Einführung. Die Siegbedingungen sind überall immer gleich. Es geht im Wesentlichen gar nicht so sehr darum, die Truppen des Gegners zu vernichten, sondern sie in die Flucht zu schlagen. Und entweder hat man gewonnen, wenn mindestens 40% des Gegners fliehen und sie 25% oder mehr verloren haben oder 60% fliehen. Dann ist Feierabend. So, jetzt zu dieser Schlacht und unserer Truppenauswahlmöglichkeit. Das ist die Startaufstellung. Jetzt muss ich ein paar Worte dazu verlieren. Als erstes will ich sagen, dass ich diese Schlacht schon einmal gespielt habe und verloren habe. Wichtig ist vielleicht noch eine kurze Erwähnung. Ich spiele auf Schwierigkeitsgrad Herzog. Das ist also schon für Field of Glory 2 Verhältnisse ein relativ deftiger Schwierigkeitsgrad. Ja, ich habe das verloren und das hat aber so einen Spaß gemacht, weil es die Stärken dieses Spiels hervorgebracht haben. Nämlich, weil es das Spiel kann mit relativ simplen Spielmechaniken, wie ich finde, eine erstaunlich authentische Schlachtsimulation hinbekommen, wo man tatsächlich genau mit den historischen Problemen oder mit den Problemen vor Ort konfrontiert wird und wahrscheinlich am Ende aus ähnlichen Gründen auch verlieren kann, wie das bei mir hier der Fall war. Und das hat mich jetzt so geärgert eigentlich, dass ich es verloren habe, dass ich mir jetzt noch mal eine andere Strategie überlegt habe und das jetzt nutze in diesem Video, um diese mit euch gemeinsam auszuprobieren. Ich will euch kurz erläutern, wie jetzt hier die Aufstellung auf beiden Seiten aus ist, was bei meiner Niederlage passiert ist und was ich jetzt anders machen möchte. Also, wir haben hier auf unserer Seite, und das kann man auch nicht im Wesentlichen groß verändern, also diese Aufstellung ist gesetzt. Damit muss man irgendwie umgehen. Wir haben also hier die Ordensritter, die zentrale Kavallerie in der Mitte. Und dann haben wir hier dänische Ritter und Sergeanten auf den Seiten. Deutsche und dänische. In so einer V-Formation. Dahinter haben wir in der Regel Speerinfanterie, dänische und deutsche Fußtruppensöldner. Und dann eine etwas schwächere Speerträgerinfanterie, die aber auch Schwerter haben, glaube ich, baltische Wehrpflichtige dahinter. Es gibt noch ein paar Fernkämpfe, aber das ist im Wesentlichen das, was wir haben. Der Gegner, und das wurde hier schon erwähnt, hat hier vorne ein paar leichte Bogenschützen. Dann ist es vor allem die Novgoroder Stadtmiliz, die dahinter steht, und zwar gepanzert und teilweise nicht gepanzert. Dahinter wiederum finno-ugrische Krieger, leichte Krieger, die aber ein Speer haben, relativ stark sind gegen Kavallerie. Und dann die schon erwähnte Novgoroder Drusjina, das ist die mittlere Kavallerie unter Alexander Nevsky. An der Flanke ebenfalls hier und auf der anderen Seite haben wir diese turko-mongolische Kavallerie, die auch berittene Bogenschützen haben. Sehr, sehr unangenehm, das kann ich jetzt schon mal sagen. So, das ist sozusagen erstmal die grundsätzliche Aufstellung. Was ist passiert beim letzten Mal? Beim letzten Mal habe ich mich zu folgender Strategie entschieden. Ich habe relativ klassisch versucht, erstmal zu agieren und zu sagen, okay, wir gehen mit der Kavallerie an den Seiten vor, gegen die gegnerische Kavallerie, gegen die wir überlegen sind, und rücken dann mit unseren Truppen im Zentrum vor und suchen da die Schlacht. Und wenn wir die Flanken gewonnen haben, kommt unsere Kavallerie von der Seite und macht den Gegner kaputt, bricht ihn moralisch. Ja, das hat aber überhaupt nicht geklappt, und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, der Gegner steht hier auf sehr gutem Terrain, und zwar stehen sie auf Höhe 100. Hier haben wir Höhe 50, hier unten ist Höhe 0. Und der Gegner bewegt sich auch nicht. Das heißt, um ihn zu besiegen, müssen wir rangehen. Also man könnte natürlich jetzt hier auch stehen bleiben, aber dann passiert einfach nichts. Dann braucht man auch nicht spielen. Also wir sind gewissermaßen in der Offensive. Der Gegner bleibt hier stehen und nutzt die Höhe. Und damit ist er
unsere Infanterie überlegen. Ich würde sagen, die beiden Infanterietypen sind tendenziell gleich stark und dann macht die Höhe eben den Unterschied aus, sodass man nicht sofort, aber mit der Zeit nach und nach verliert. Das war das erste Problem. Das zweite Problem war folgendes, dass der Gegner hier vor allem leichte und mittlere Kavallerie hat und diese ist in der Lage zurückzuweichen, sehr einfach. Und das führt dazu, dass die eigenen Ritter hinterher reiten, um den Gegner zu stellen und man komplett eine aufgelöste Ordnung dann sehr schnell hat und sehr schnell hier hinten sich befindet, der Gegner aber zahlenmäßig komplett überlegen ist, dann von der Seite, von hinten kommen kann, damit er den Bogenschützen nerven kann. Also eine ganz, ganz schwierige Situation. Ähnliches passiert hier. Man wird also komplett verteilt und kann überhaupt seine Stärke nicht ausnutzen. Beides hat zu einer Niederlage geführt bei meiner letzten Schlacht. Aus diesem Grund verändere ich jetzt die Strategie und mache Folgendes. Ich werde die Kavallerie in die Mitte ziehen, versuchen komplett in die Mitte zu ziehen und den Ansturmbonus, den sie haben, zu nutzen, um trotz des Höhenunterschiedes die Mitte des Gegners so weit zu brechen, dass sie zurückweichen, sodass wir auf die höhere Höheebene irgendwie auch raufkommen und dann besser kämpfen können. Wenn das gelungen ist, dann können wir versuchen, vielleicht so sukzessive auf die Flügel auszuweichen, um dann der nachrückenden Infanterie den Weg zu bereiten. Die leichte Infanterie, die werden wir hingegen hier auf die Flanken schicken und gegen die Kavallerie schicken. Die sollte dann nicht so einfach, wie soll ich sagen, herauszulocken sein und die kann vielleicht selber ein bisschen flexibler agieren. Das ist jetzt so die neue Idee, die ich jetzt hier umsetzen will. Wir können noch ein paar Truppen dazu kaufen. Sehr wenig. Ihr seht, wie viele Punkte hier noch möglich sind. Ihr seht, diese, die dazu kaufbar sind, seht ihr auch hier in Blau markiert. Und jetzt bin ich ein bisschen am Überlegen, was ich hier nehme, weil viel ist das nicht. Ich könnte hier vorne noch einen Deutschritter nehmen. Ich glaube, den nehme ich auch, um einfach diesen Impact hier noch zu verstärken. Alles, was ich übrigens an diesem Blauen jetzt nicht nehme, die sind dann nachher nicht da. Das ist auch ein Problem. Aber so ist es nun mal. Ich würde sagen, wir nehmen nicht mehr Fußtruppen, weil wir dafür ja die Ritter haben. Von denen hier reichen uns diese 8. Da würde ich jetzt auch nicht mehr nehmen. Obwohl, wir nehmen mal eine von diesen baltischen noch an die Seite. Dann haben wir noch 28 und mehr können wir nicht machen. Das ist aber keine gute Ausnutzung dieser Punkte, ehrlich gesagt. Ich glaube, das nehme ich wieder raus. 58. Wobei, ja, nee, wir machen es doch. Es ist halt so. Bleiben 28 übrig. Mehr ist da, glaube ich, nicht möglich. Okay. Ja, wir sind, was Fernkämpfer anbelangt, dem Gegner unterlegen. Das könnte am Anfang nur ein kleines Problem werden. Wird sich dann aber hoffentlich schnell legen. Außer diese. Die sind äußerst gefährlich. Diese berittenen Bogenschützen. Die sind richtig gefährlich und nervig. So, habe ich das jetzt korrekt ausgewählt? Halt, warte mal. Ich will aber nicht diese haben. Das ist falsch. Die muss ich nochmal deselektieren. Die will ich haben, weil hier mehr Gegner auf der Flanke sind. Und ich will ja die darüber schicken. Okay, das ist jetzt die Entscheidung. Wir bestätigen das so und dann geht es los. Jetzt will ich ein paar ganz grobe Grundregeln des Spiels euch erläutern. Und gleichzeitig aber den Umgebungssound mal ein bisschen leiser machen. Das ist mir hier zu laut. Und zwar, das Spiel hat ziemlich viele komplizierte Regeln, die ich jetzt, auf die ich nicht eingehen werde. Also Sichtfeld, Schussweiten, Pipapo, alles Mögliche. Aber die Basis muss man einmal verstanden haben. Und zwar ist es so, dass Einheiten nicht einfach irgendwie einen Kampfwert haben oder einen Angriffswert, sondern erstmal die Würfelchance ist erstmal grundsätzlich gleich. Einheiten haben aber unterschiedliche Vorteilspunkte in bestimmten Situationen und gegen bestimmte andere Einheiten. Und das sieht man hier, wenn man auf die Beschreibung geht. Und zwar ist wichtig erstmal, was für ein Trupp das ist, wie ihre Qualität ist, wie gut sie gepanzert ist. Und ganz wichtig ist die Moral. Es gibt 4 Moralstufen, gefestigt und immer weiter runter bis zum Fliehen. Und die spielen eine ganz große Rolle. Es werden manchmal Moralchecks erfolgen in bestimmten Situationen. Und zwar die wichtigsten sind, wenn die Gegner hohe Verluste in einer Kampfphase haben, dann gibt es Moralcheck und dann kann es sein, dass die Morallevel einmal sinkt oder bei einem Flankenangriff oder Angriff von hinten in bestimmten
Konstellationen gibt es auch einen Moralcheck. Deswegen sind Flankierungen so wichtig in diesem Spiel. So, und dann gibt es zwei Arten von Kampf. Einmal Kontakt, das nenne ich mal so Ansturm, und einmal der normale Nahkampf, in dem man gehen kann. Und für jede Phase gibt es unterschiedliche Vorteilspunkte. Also wir gehen das einmal nur bei einer Einheit durch, damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt. Die ritterlichen Lanzenreiter, die haben 100 Vorteilspunkte gegen alle berittenen Truppen, 200 Vorteilspunkte gegen alle Fußtruppen, außer gefestigte und nicht angreifende Pikiniere oder offensive, defensive Speerträger. Ansonsten 150 Vorteilspunkte gegen gefestigte und nicht angreifende Pikiniere oder offensive, defensive Speerträger, also quasi 50 weniger gegen diese. Zusätzlichen Negativmodifikator für die Zusammenhaltprobe jeder feindlichen Einheit wegen Niederlage in Kontaktphase. Hier ist also der Ansturm so mächtig, dass der zweimal quasi diesen Zusammenhalt machen muss. Zusätzlich, genau. Ne, beziehungsweise es gibt einen zusätzlichen Negativmodifikator bei dieser Probe, so ist es. Gegen berittene Truppen 100 Vorteilspunkte. Als berittene Truppe, das ist sozusagen immer der Truppentyp, 100 gegen leichte Fußtruppen, gegen Bogenschützen und Pöbel und ansonsten aufgrund der Truppenqualität 62 Vorteilspunkte gegen jede Einheit. Und im Nahkampf ist das alles noch ein bisschen anders, muss ich jetzt nicht mal einzeln vorlesen. Ja, das klingt jetzt alles sehr kompliziert. Am Ende entwickelt man so ein Gefühl dafür, was gut gegen welche Einheit in welcher Situation ist. Man kann das gar nicht alles so im Einzelnen vorher durchplanen. So, jetzt aber zu den ersten Zügen. Also, wichtig ist noch eins, es gibt Anführer. Und zwar, wir haben hier einen Unterfeldwebel, Feldherr, den hier, Rudolf von Kassel. Der befehligt nur die Deutschordensführer. Dann haben wir hier Hermann, Bischof von Dorpat. Der befehligt die deutschen Ritter hier auf der Flanke. Dann haben wir Prinz Abel, der befehligt die dänischen Ritter. Und wir haben hier Prinz Knut, der diese Fußtruppen hier befehligt. Und die hinten haben, glaube ich, keinen. Der Vorteil, also es gibt mehrere Vorteile. Erstens ist die Einheit etwas kampfstärker. Wenn sich der Anführer nicht in einem Nahkampf befindet, dann führt das dazu, dass die Leute, die er befehligt, einen Mobilitätsbonus haben. Sie haben keinen Kampfbonus, aber sie können sich besser bewegen und drehen. Das ist in diesem Spiel sehr, sehr wichtig. Ahnt man vielleicht am Anfang nicht, aber ist sehr bedeutsam, wie mobil du bist. Wenn er im Nahkampf ist, dann fällt dieser Mobilitätsbonus allerdings weg. Das muss man ein bisschen beachten. Wenn der Anführer allerdings fällt, gibt es ein großes Problem. Da gibt es Moral, Defizite und Proben und so weiter. Das sollte man auch bedenken. So, jetzt war der Plan, wir gehen mit der Kavallerie in die Mitte. Wir müssen hier nur bedenken, es gibt unebenes Gelände. Auf diesem unebenen Gelände kämpft unsere Kavallerie schlechter. Das heißt, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, wie wir uns bewegen. Und außerdem wollen wir hier die hinten über die Flanken bringen. Das heißt, wir machen mal Folgendes. Wir bringen jetzt erstmal die leichten Bogenschützen relativ weit nach vorne. Und zwar beide, weil die sind jetzt einfach... jetzt habe ich die gesamte Truppe bewegt, aber das ist nicht so schlimm, das kriegen wir wieder ausgebügelt. Ja, die will ich so ein bisschen als Futter für die gegnerischen Bogenschützen nehmen. Mit denen bleiben wir im Moment erstmal stehen. Wir müssen nochmal gucken, wie wir dann hier mit dem unebenen Gebiet zurechtkommen. Das ist der Unterfeldherr, den lassen wir, glaube ich, erst einmal hinten, um uns eine gewisse Flexibilität zu bewahren. Und jetzt gehen wir mit den anderen erstmal auf Linie. Wobei wir, glaube ich, hier schon mal einschlenken. Wir wollen ja jetzt relativ wenig auf dem Flügel kämpfen. Also das ist jetzt erstmal ein bisschen Manövrierung, um in eine vernünftige Ausgangsposition zu kommen, bevor wir wirklich was erreichen. So, mit denen wollen wir quer rüber und das steht sich jetzt ein bisschen im Weg, aber es geht nicht anders. Und zwar, ja, wie machen wir das? Wir müssen jetzt so Schritt für Schritt halt, und ihr seht, wie unflexibel teilweise die Einheiten sind, müssen wir jetzt hier den Flankenwechsel irgendwie hinkriegen. Machen wir es mal so. Kommen wir hier? Ne, da müssen wir die auch erstmal vorziehen. Okay. Ja, ich würde sagen,
Bischof Dorpat bleibt noch ein bisschen hinten. Du gehst hier schon mal rüber. Genau. Knicken wir so mal langsam auf die Innenbahn ein, wie man es jetzt formulieren könnte mit den Rittern. Und mit denen gehen wir auf die Flanke. Wobei, ich überlege, wir werden mal hier nur einen Schritt vorgehen. Um vielleicht das nächste Mal doch ein bisschen flexibler uns bewegen zu können. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich alle bewegt habe. Die Ordensritter will ich nochmal stehen lassen. Ich gehe einmal durch. Ja, den habe ich nicht bewegt. Das ist soweit gut. Genau, das ist der kleine Test. Mehr will ich erstmal nicht bewegen. Ich beende diesen Zug und der Gegner ist dran und wird mit Sicherheit seine Fernkampfeinheiten losschicken. Und sie feuern auf, vermute ich, auf unsere oder auf die Ritter. Ja, das ist okay. Entschuldigt bitte. Also diese werden wir sowieso verlieren. Die müssen jetzt einfach die Schüsse mal abfangen. Haben schon eine Probe jetzt standhalten müssen. Diese gelben Zahlen signalisieren leichte Verluste. Rote Zahlen signalisieren schwere Verluste. So, wie es aussieht, war das der Gegnerzug. Und ich hatte euch angekündigt, und es passiert genau so. Sie bleiben dort oben stehen, um das Terrain weiter auszunutzen. Und jetzt müssen wir mal gucken, kommen wir hier schon durch? Ja, irgendwie ja. Aber vielleicht ziehen wir doch erstmal die Kavallerie weiter. Man könnte jetzt Folgendes machen. Man könnte jetzt voranstürmen und die konfrontieren. Aber das führt nur dazu, dass die sich zurückziehen, unsere Ritter hinterherreiten und dann hier schon ungeordnet in die gegnerische Schlachtreihe laufen. Deswegen werden wir das nicht tun. Wir werden allerhöchstens, und das machen wir auch, ein Feld vorrücken. Auch wenn wir dann natürlich ein ganz gutes Ziel abgeben. Aber wir müssen jetzt natürlich auch irgendwie vorankommen. So, jetzt gucken wir mal. Die sollten dennoch ein Feld vorausgehen. Und wir werden... Ja, wie machen wir das? Ich will auf jeden Fall denen jetzt Platz geben. Wobei, ja doch, die könnten da vielleicht sogar hinkommen. Gehen wir jetzt dahin? Oder gehen wir dahin? So, wir wenden uns denen zu und feuern auf diese. Wir sind in einer kurzen Range, das heißt, wir machen auch ganz gut Treffer. Wir werden auf die gleiche Truppe jetzt auch nochmal feuern. Vielleicht kriegen sie schon... Ah, schaut mal, sie mussten schon eine Prüfung machen, aber sie haben standgehalten. So, jetzt versuchen wir hier aufzurücken, damit wir langsam eine Linie bilden. Und das klappt schon mal ganz gut. Können wir uns schon drehen? Ja, wir können uns auch nochmal drehen. Hervorragend. So, dann gehst du... Die sind jetzt hier auf rauem Terrain, das heißt erstmal ungeordnet, aber da verschwinden wir ja gleich. Das ist okay. Ihr seht jetzt langsam, was ich vorhabe. Ich will hier so sukzessive eine geordnete Schlachtreihe bilden. Die Ritter haben hier Vorrang. Die müssen jetzt einfach mal ein bisschen warten. Und gehen dann so. Ja, das können wir auch mal ein bisschen durcheinander machen. Wir finden dann schon eine bessere Formierung. Das gleiche machen wir auch auf der anderen Seite. Indem wir erstmal die Ritter hier in die Linie bringen, so wie wir sie haben wollen. Du kannst schon mal dorthin gehen. Ja. So, jetzt versperren wir denen wieder den Weg, aber die können jetzt hier schon so ein bisschen durchschlüpfen. Zumindest teilweise. Okay. So. Hier müssen wir allerdings aufpassen, sehe ich gerade, weil hier dürfen wir nicht stehen. Das heißt, wir müssen hier, den müssen wir nachher wieder links rüberziehen. Hier dürfen wir nicht angreifen. Hier vorne geht das. Hier können wir komplett in Linie stehen. Da kann dann später eine andere Truppe nachkommen. Wir können auch hier nochmal wieder die Reihen schließen. Wobei ein paar Lücken sind vielleicht gar nicht so schlecht. Wir müssen uns erstmal hier drehen. Da bin ich leider ein bisschen von abgekommen. Vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir hier auch ein paar Lücken haben, um dann flexibel so in Lücken dann zu stoßen. Müssen wir mal sehen. Ich würde sagen, ich beende erstmal wieder den Zug. Und der Gegner wird jetzt feuern. Und diesmal, nee, auf unsere Bogenschützen. Das ist gut, weil es ist jetzt wichtig, dass hier weiter
die Pfeile nicht auf unsere Ritter kommen. So, die weichen aus. Die haben sogar einen Nahkampfangriff gemacht. Und das scheint es gewesen zu sein. Das Problem ist, wie kommen wir jetzt an den Rittern vorbei? Das ist jetzt das größte Problem. An den Bogenschützen, weil ich sagte ja, dass ich eigentlich den offensiven Angriff jetzt nicht durchführen will. Das ist jetzt ein kleines Dilemma. Möglicherweise ist das gar nicht zu vermeiden, so wie ich das jetzt sehe. Naja, okay. Erstmal hier wollten wir freilassen. Das heißt, ich gehe mal hier rüber. Wir gehen jetzt nur ein vorwärts. Ja, hier müssen wir uns leider drehen. Hier kommen wir noch nicht ran. Wo ist der Anführer? Der ist hier. Die Bogenschützen nerven mir jetzt ein bisschen. Wir gehen mal hier hin und stehen jetzt so fast richtig. Der bleibt dann einfach in zweiter Reihe als Verstärkung stehen. Das ist soweit okay. Und ihr rückt dann hier auch nach. Und jetzt können wir hier schon gerade durchstoßen. Genau. So, das gleiche Thema hier auch. Das sind unsere Leute. Ja, feuern wir weiter? Das ist die große Frage. Wir können uns hier gar nicht umwenden. Ich werde auf jeden Fall erstmal hier hingehen und wir können, wenn wir wollten, zumindest hier noch hinfeuern. Machen wir mal. Das ist alles nicht sonderlich effektiv. Auf das raue Terrain will ich jetzt nicht gehen. Wir bleiben also dort stehen. Feuern dort auf, bringt aber nicht viel. So, jetzt ist natürlich die Frage, machen wir das jetzt oder nicht? Ich würde sagen, wir warten noch mal eine Runde und dann machen wir das. Dann können wir zumindest mit allen etwa gleich stark nach vorne gehen. So, ihr bleibt hier in Linie. So, alles klar. Gut, hier versuchen wir weiter, den Flügel irgendwie zu erreichen. Verschieben wir uns mal auf diese Art und Weise. Nehmen wir ihnen der Platz weg. Ja, wir gehen einfach mal hier hinter. Und das gleiche Spiel machen wir hier. Okay, hier haben wir jetzt deutlich mehr Platz zur Verfügung. Ich bin echt gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Oder ob wir hier auf den Flügeln komplett untergehen. Das sind natürlich schwache Truppen, das muss man schon sagen. Ja. Ja, ich beende nochmal den Zug. Wollen wir schauen, wen die jetzt angreifen. Die werden jetzt direkt auf die Ritter gehen. Teilweise zumindest. Die Bogenschützen sind jetzt zermürbt. Hier gehen sie auch auf die Ritter. Okay. Es hilft jetzt nichts. Wir müssen jetzt attackieren, weil sonst kommen wir da nicht vorbei. Jetzt ist die Frage, wie weit werden die uns in ihre eigenen Reihen locken? Das ist eben die große Gefahr bei dieser Nummer. Wir starten das einfach mal mit diesen hier. So, sie weichen aus, ihr seht es. Aber es geht. Ah, schaut mal, wir haben jetzt, sind jetzt gegen die gekommen, machen Angriff von hinten, schwächen die und kommen jetzt sogar in den Nahkampf. Und da ist der Gegner jetzt schon zermürbt worden. Das hielt sich also in Grenzen, war in Ordnung. Ihr seht jetzt schon so ein bisschen ausführlichere Schlachtberichte. Ich denke, ich werde die nachher gar nicht reinnehmen. Ich mache es nochmal. Der Gegner weicht aus, wir greifen von hinten an. Komm in Kontakt, es kommt nochmal zu einer Probe, der Gegner zermürbt. Also, das läuft ganz gut. So kann man das machen. Da gerät der Gegner in Panik. Und jetzt haben wir das Problem, genau das, was ich eigentlich vermeiden will, dass wir zu nah rankommen. Aber es geht alles noch. Wir bleiben unten. Er müsste jetzt runtergehen. Das ist soweit in Ordnung. So, die haben jetzt verschiedene Moralproben erleben müssen. Ich werde mal diese Sache noch in den Einstellungen nochmal verändern. Die Kampfberichte ausschalten ist eigentlich der Form gar nicht so notwendig. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Spielraum und können uns etwas besser positionieren und auf jeden Fall sozusagen schon mal weiter vorrücken. Sollten aber versuchen, einigermaßen hier in Linie zu bleiben. Während die natürlich jetzt etwas zurückhängen. Ah, ich hätte da noch weitergehen können. Mache ich mal. Okay, was ist mit dir? Du bist der Anführer, du solltest hinterher. Und diese Linie, die werden wir jetzt hier vorne bringen. Er weicht aus und ihr seht, wie weit man hinterherläuft. Aber das ist okay. Ich würde sagen, das ist in Ordnung. Gut, da haben wir bald die Kampfposition erreicht, die wir haben wollten. Ihr bleibt hier als Verstärkung im Rücken.
Und ja, bleibt mal dort. Soweit, so gut. Ihr müsst dringend wieder in die Mitte aufrücken. Und hier versuchen wir einfach gerade hinterher zu ziehen. Und das sind Bogenschützen. Hier können wir teilweise sogar noch feuern. Nee, können wir nicht. Mal gucken. Ja, die haben jetzt wenig Bedeutung, noch diese Bogenschützen in dieser Kampfphase. So, wie bewegen wir uns hier? Nicht in der Gruppe. Wir wollen hier langsam so eine Art Formation annehmen. Wir müssen aber noch weiter rüber. So will ich das ungefähr haben. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, ihr werdet nachher dort Stellung beziehen. Gut. Waren wir die schon? Nein, die haben wir auch noch nicht. Dann werden wir mal hier komplett in der Befehlsgruppe vorrücken. Und dann mal gucken. So, einen Rundenwechsel machen wir noch. Ich guck mal, wen habe ich nicht gezogen? Ach so, hier sind noch weitere Fernkämpfer, mit denen wir hier noch feuern können. Aber die treffen kaum noch, ist auch die Entfernung etwas zu weit. Und ja, wir müssen... Nee, die haben wir schon. Alles klar. Dann beenden wir den Zug und schauen nochmal, was der Gegner macht. So, die erste Einheit des Gegners ist auf der Flucht. Wie erfreulich. 1%. So, sie feuern noch weiter auf die Ritter. Das tut durchaus weh. Jetzt kommen auch die berittenen Bogenschützen von der Seite und machen schon schwer Schaden. Wenn man im Nahkampf ist, dann können die Bogenschützen einen nicht mehr treffen. Insofern sollten wir versuchen, bald in diesen Nahkampf zu geraten. Hier ist der Nahkampf. Aus einem Nahkampf kommt man auch nicht so einfach raus. Der wird zwangsläufig ausgefochten. Und ihr seht, sie sind auf der Flucht. Und ihr seht auch, unsere Einheit läuft nach und trifft dann auf die gegnerische Schlachtlinie. Das ist so ein bisschen die Gefahr. Aber im Moment kein großes Problem, weil wir jetzt sowieso auf diese Schlachtlinie bald treffen werden. Und dieses Auftreffen auf dieser gegnerischen Schlachtlinie, das werden wir dann beim nächsten Mal erleben. Noch sieht es einigermaßen koordiniert aus. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir sehen uns in der nächsten Folge dieser kleinen Reihe morgen. Bis dahin, macht's gut, euer Steinbein.